Guten Abend, herzlich willkommen zum MGZ-Webinar. Es ist jetzt genau 5:30. Es trudeln noch ein paar Leute ein. Aber im Interesse der Zeit denke ich, dass wir jetzt schon langsam mal beginnen. Ich darf heute ganz herzlich meinen Kollegen Dr. Christian Gebhardt hier vorstellen, der sich insbesondere auch den endokrinologischen Krankheitsbildern in der Genetik gewidmet hat und hier eine versucht, über einen Teil dieser Krankheitsbilder, das ist ja auch ein ganz großer, bei der Planung des Webinars mussten wir feststellen, wenn wir alle Bereiche der Endokrinologie, die Genetik mit beinhalten, abdecken wollen, dass wir dafür wahrscheinlich 3 bis 4 Webinare brauchen. Wir fangen jetzt mal mit einem an, mit den Themen, die uns am meisten am Herzen liegen, dass hier auch eben da noch weitere Informationen gestreut werden. Ich darf ein bisschen was noch zu den sogenannten Housekeeping Notes sagen. Wir möchten Sie bitten, dass Sie Ihren Namen mit den Klarnamen angeben. Einfach damit wir dann auch danach die Fortbildungspunkte korrekt zustellen können. Die kommen dann per E-Mail geschickt. Fragen bitte wie immer während des Vortrags in den Chat schreiben. Wir werden nicht während des Vortrags auf die Fragen eingehen, aber im Anschluss dann die entsprechenden Fragen gemeinsam diskutieren. Wenn es technische Probleme gibt, dies bitte auch in dem Chat bekunden. Wir haben auch Kollegen im Hintergrund mit dabei, die dann hilfreich zur Seite stehen können. Und dann danken wir dir, Christian, und freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank für diese Einführung. Du hast es auch schon gesagt, dass die Endokrinologie ist ein sehr breites Feld und das kann man alles nicht in einer Stunde, auch der genetische Anteil daran nicht in einer Stunde abarbeiten. Ich habe versucht, trotzdem einen für die Praxis relevanten Plan oder eine Agenda für heute zu entwerfen. Das eine ist eben, dass ich erstmal einsteigen möchte mit drei klassischen Syndromen, die in der Endokrinologie maßgeblich behandelt werden oder betreut werden, dann nach Leitsymptomen oder auch Organsystemen sortiert ein paar wichtige genetische Erkrankungen durchgehen und möchte dabei auch schon sagen, dass zum Beispiel so etwas wie eine gestörte Geschlechtsdeterminierung oder auch Fertilität bewusst rausgelassen wurde, weil das alleine schon einen eigenen Vortrag machen kann. Es wird immer wieder an verschiedenen Stellen auch zur Sprache kommen, aber sozusagen ein eigener Fokus darauf wird sicherlich mal in einem anderen Rahmen folgen müssen. Und dann möchte ich noch auf Zivilisationskrankheiten eingehen, die im Rahmen der endokrinologischen oder des endokrinologischen Fachs durchaus häufig auch gesehen werden: Bluthochdruck, Adipositas und Diabetes mellitus. Und ein anderer Block, den ich auch erst reinnehmen wollte, aber auch auf wann anders verschieben muss, sind endokrine Tumorerkrankungen. Auch hier wird es ab und zu Sprache kommen, aber dazu wird es sicherlich noch mal ein anderes Webinar geben in der Zukunft. Zum Einstieg, bevor ich mit den Syndromen anfange, noch zwei Begriffspaare, die ich gerne ansprechen möchte, weil die auch relevant sind für den weiteren Vortrag, ist einmal die Unterscheidung, was bedeutet syndromal versus nicht syndromal. Also hier ist zum Beispiel einfach syndromal die Bedeutung, dass ein Symptom, das auf eine genetische Veränderung zurückzuführen ist, im Rahmen eines, ich sag mal, vielleicht Blumenstraußes anderer Symptome sich zeigt und eben nicht isoliert ist. Zum Beispiel eine Adipositas im Rahmen eines Prader-Willi-Syndroms oder auch Chung-Jansen-Syndroms zum Beispiel, wo es einfach viele andere medizinische Baustellen auch gibt. Und nicht syndromal in dem Fall oder isoliert ist es eben, wenn die genetische Ursache primär ein klassisches Symptom zeigt und ohne typischerweise mit anderen Entwicklungsauffälligkeiten oder anderen syndromalen Auffälligkeiten einhergeht. Beispiel isolierte Hörstörung oder auch eine isolierte Glukosestoffwechselstörung. Das zweite Begriffspaar ist monogen versus polygen. Monogen eben die Bedeutung, dass eine genetische Erkrankung auf Veränderungen in einem einzelnen Gen zurückzuführen ist. Das kann dann beispielsweise bei rezessiven Erkrankungen zwei Varianten auf beiden Allelen voraussetzen, aber eben in einem Gen, dem gegenüber gibt es dann polygene Erkrankungen, bei denen Veränderungen in mindestens zwei oder auch bis hin zu vielen hunderten Genen oder Erbgutbereichen notwendig sind, damit es hier zu einer Risikoerhöhung für Erkrankungen kommt oder auch bei diegenen oder Erkrankungen auch hier konkrete einzelne Erkrankungen davon abhängig sein können. Ein Hinweis noch zu Literaturhinweisen. Ich habe an manchen Stellen eben natürlich die verwendete Literatur angegeben, aber auch manchmal interessante
Studien oder Übersichtsarbeiten zum Weiterlesen angegeben. Wenn da Sie irgendwas interessiert, müssen Sie sich einfach diese 6 Ziffern dahinter notieren und können das dann eben bei im Short DOI Service eingeben. Den URL blende ich am Ende der Folien nochmal ein. Also wenn Sie irgendwas interessiert, einfach diese kurzen 6 Buchstaben oder Ziffern notieren und können es am Ende dann ganz einfach sich die entsprechende Literatur aufrufen. Beginnen möchte ich also jetzt mit diesen 3 Syndromen. Ich möchte hier anfangen mit Bildern aus einer guten Übersichtsarbeit zu diesem Syndrom. Man hat hier 3 Patienten unterschiedlichen Alters und Sie können jetzt für sich erstmal kurz ein bisschen überlegen, ob Sie schon drauf kommen. Ich erzähle ein bisschen was dazu. Man hat hier ein 8 Monate altes Baby, das sehr hypoton ist, das offenbar schwer in der Ernährung war, Trinkschwäche hatte, Fütterstörung und eine PEG-Sonde erhalten hat und damit dann auch gut ernährbar ist. Aber diese muskuläre Hypotonie ist einfach sehr, sehr ausgeprägt. Und bei der gleichen Erkrankung im jungen Erwachsenenalter hier ein massiv adipöser Patient, das sich auch einfach, kann auch ein bisschen milder ausgeprägt sein, aber auch eigentlich im Erwachsenenalter ist führend einfach auch diese Adipositas. Und vielleicht haben es einige von Ihnen auch schon erraten. Es geht hier um das Prader-Willi-Syndrom. Das ist ein Verlust eines des paternalen Alleles, also sprich der Kopie, die von der väterlichen Seite vererbt wurde, entweder durch eine Deletion auf diesem entsprechenden Chromosom oder weil das mütterliche Chromosom zweifach vorliegt und kein paternales Chromosom, also eine uniparentale Disomie des 15er Chromosoms. Das sind eigentlich die meisten Fälle, wodurch das entstehen kann. Und wir haben hier eben klassischerweise ab Geburt eine muskuläre Hypotonie, sehr geringer Appetit und Trinkschwäche. Und im Verlauf schlägt das aber um, meistens im Kleinkindalter, zu einem exzessiven Essen, schwere Adipositas. Eltern berichten oft, dass sie das Essen verstecken oder wegsperren müssen. Und diese Patienten haben auch viele endokrinologische oder endokrine Beschwerden, beispielsweise einen Hypogonadismus mit Gynäkomastie und auch Störungen der Geschlechts- und Pubertätsentwicklung, Kleinwuchs und natürlich auch einfach eine motorische und sprachliche Entwicklungsverzögerung. Das ist jetzt eine sehr verkürzte Darstellung, aber ich möchte eben darauf eingehen, die Brücke eben zur Endokrinologie hier finden, weil es einfach viele Bereiche gibt im Leben dieser Patienten, wo die Endokrinologie viel für sie tun kann, sei es mit einer Wachstumshormontherapie für das Längenwachstum, aber nicht nur, ist auch in anderen Bereichen entscheidend, da komme ich gleich nochmal drauf. Dann ist die Glukosetoleranz oft gestört, auch nochmal verstärkt durch dieses massive Übergewicht. Die Schilddrüsenfunktion kann einfach wie bei allen natürlich gestört sein, aber hier auch nochmal ist das häufiger beschrieben, insbesondere auch wenn trotz dann einer guten Sonnenernährung die Gewichtszunahme ausbleibt. Es kann eine Nebenniereninsuffizienz kommen und natürlich auch schon angesprochen der Hypogonadismus. Hier kann man mit einer Gabe von Geschlechtshormonen die Pubertätsentwicklung unterstützen, was auch später dann natürlich auch für den Knochenhaushalt notwendig ist oder hilfreich ist. Und auch häufig ein Kryptorchismus vorliegt, der mit natürlich operativer Orchidopexie, aber auch mit HCG-Gaben unterstützt werden kann. Hier nochmal zum Thema Wachstumshormon, auch aus derselben Publikation, die ich vorher schon angesprochen habe. In der linken Seite sind 2 Jungen mit, ich denke, es waren 9 und 13 Jahre alt, die ohne Wachstumshormon aufgewachsen sind, also ohne externe Wachstumshormongabe, mit eben dem klassischen Übergewicht. Und auf der rechten Seite 2 Patienten mit jeweils demselben Alter, die mit Wachstumshormon behandelt wurden. Man hat eben gesehen, dass neben dem positiven Effekt auf das Längenwachstum auch die Körperfett oder die Körperzusammensetzung der BMI generell sehr positiv beeinflusst werden kann. Auch die motorische und sprachliche Entwicklung hat sich positiv durch die Wachstumshormontherapie verbessert und Kognition und selbst auch Verhaltensauffälligkeiten können damit positiv beeinflusst werden. Im individuellen Fall muss man es natürlich immer auf den Patienten abgestimmt sein, aber in größeren Studien hat man eben gesehen, dass das nicht nur dafür das Wachstum eben relevant ist. Ein zweites Syndrom, das ich kurz vorstellen möchte, ist auch hier wieder als kleines Quiz für Sie selber gestaltet. Sie können sich das hier einmal anschauen. Wir haben hier von 2 Patienten beispielsweise Hände, Füße, die eben ein charakteristisches dorsales Ödem zeigen. Wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass die Patientin pränatal ein Nackenödem hatte, auch eine leichte Wachstumsverzögerung intrauterin, kommen Sie vermutlich auch schon drauf, dass es sich hier um Turner-Syndrom handelt. Und der Karyotyp 45X ist
denke ich, gemeinhin bekannt, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, denn in vielen Fällen hat man eben nicht einen durchgehenden Karyotyp, wo alle Zellen diesen 45x-Chromosomensatz haben, sondern wir haben in etwa nur in der Hälfte der Fälle ist das der Fall. Es gibt aber viele Patientinnen, bei denen es strukturelle Auffälligkeiten gibt, das heißt, dass eben nur ein Teil des X-Chromosoms fehlt oder eben deletiert ist. Relevant ist vor allem der kurze Arm, das XP. Es gibt auch Mosaikfälle, bei denen man Zellen hat mit 45X und Zellen mit einem normalen weiblichen Chromosomensatz 46XX. Und es gibt auch Fälle, bei denen man neben den 45X-Zellen auch Zellen hat, die einen Chromosomensatz 46XY, also einen männlichen Chromosomensatz haben. Und das ist insbesondere deswegen relevant, weil diese Patienten mit Y-Material in Anführungszeichen ein sehr hohes Risiko haben für eine Entartung der Gonadenanlagen. Und das heißt, für die klinische Versorgung ist hier natürlich wichtig, dass man das dann im Auge, engmaschiger im Auge behält und vor allem eben auch bei Virilisierungszeichen einer Frau mit Turner-Syndrom hier dran denkt. Und da kann es auch hilfreich sein, neben der Chromosomanalyse genauer nach Material vom Y-Chromosom zu suchen, da es einfach hier auch submikroskopische Resttranslokationen geben kann, die man einfach lichtmikroskopisch nicht sehen kann und man hier vielleicht beispielsweise mit einer gezielten PCR dieses nachweisen muss. Eine seltene Sache, aber in der Versorgung relevant. Und einen anderen interessanten Aspekt finde ich, dass bei Frauen mit einem ab Geburt unauffälligen Chromosomensatz 46XX im mittleren Alter durchaus auch ein Mosaik, ein geringgradiges Turner-Mosaik in Anführungszeichen zeigen können. Das heißt, aber man würde bei Frauen über 50 mit einem Mosaikanteil von 45X-Zellen unter 5% eben nicht von einem Turner-Syndrom sprechen, sondern das kann einfach eine Alterungserscheinung sein. Zum Phänotyp hatte ich schon einen Teil erwähnt, Nackenödem, man hat diese Ödeme an den Hand- und Fußrücken beispielsweise und bezüglich der endokrinologischen Aspekte, man hat einen proportionierten Minderwuchs. Es kann eben eine Gonadendysgenesie auch in der Regel vorliegen, das heißt Streak-Gonaden oder einfach nicht funktionierende oder funktionelle Ovarien. Wir haben eine primäre Amenorrhö bei fast allen Patientinnen und entsprechend auch eine Infertilität und generell auch einen Hypogonadismus, der sich auch in einer verzögerten oder gestörten Pubertätsentwicklung zeigen kann. Das Ganze ist aber eben nochmal mit dem Hinweis auf die Mosaike so, dass es auch schwächere oder einfach sehr individuelle Phänotypen geben kann. Und da muss man eben dann individuell auf den Patienten eingehen. Das betrifft dann beispielsweise aus endokrinologischer Sicht die Adipositas, Glukosetoleranz. Auch hier kann der für den Kleinwuchs eine Wachstumshormontherapie unterstützen. Natürlich die Pubertätsentwicklung sollte möglichst dem physiologischen Verlauf angenähert sein. Und auch hier bei einem Drittel der Patienten ist die Schilddrüsenunterfunktion relevant. Es gibt sehr umfassende Guidelines dazu, die sich eben hier gerne kurz notieren können, falls es Sie hier interessiert. Das bezieht sich dann eben nicht nur auf die endokrinologischen Themen, aber es sind internationale Konsensus-Guidelines, die sehr, sehr, sehr umfassend sich mit dem Thema beschäftigen. Das dritte von den Einstiegssyndromen können Sie hier auf diesem Kariogramm sehen. Vielleicht haben es einige von Ihnen auch schon erkannt. Es ist in dem Sinn mehr oder weniger eine Blickdiagnose im Kariogramm. Sie sehen hier unten eben ein zusätzliches X-Chromosom, also 2X, einmal Y, ein Kleinefelter-Syndrom. Das ist auch etwas, was sehr, sehr typisch in der Endokrinologie behandelt ist. Es ist aus genetischer Sicht gar nicht mal so selten. Also einer von 600 Männern ist betroffen und die meisten werden eben nicht in der Kindheit diagnostiziert, sondern bei beispielsweise unerfülltem Kinderwunsch im Erwachsenenalter oder auch hormonellen Störungen im Erwachsenenalter. Und hier ist es häufiger ein durchgehender Karyotyp, aber auch hier gibt es Mosaike und es gibt auch Fälle, bei denen es nicht nur ein zusätzliches X-Chromosom gibt, sondern zwei oder drei zusätzliche X-Chromosomen. Der Phänotyp hier im Gegenteil zum Turner-Syndrom, wir haben einen sehr eher einen Großwuchs. Wir haben aber hier konkret auch einen Hypogonadismus mit kleinen Hoden, Gynäkomastie, auch Infertilität ist die Regel. Und es gibt hier auch aus endokrinologischer Sicht ein Risiko für autoimmune Endokrinopathien, also Hypothyreose, Autoimmun oder auch Diabetes mellitus Typ 1. Allerdings auch aufgrund einer erhöhten Stammfettzucht im Schnitt auch dann eine erhöhte Glukosetoleranz, ein Risiko für eine gestörte Glukosetoleranz. Die Versorgung hier richtet sich natürlich nach den Symptomen. Und man muss eben auch dabei beachten, dass eben diese Sonderform mit
mit 48 oder 49 Chromosomen eben nicht nur kleine Abweichungen sind, sondern oder kleine Varianten des Kleinefelter-Syndroms, sondern hier hat man in der Regel mit deutlich stärkere dysmorphologische und auch kognitive Beeinträchtigungen. Aber die endokrinologischen Aspekte sind in der Regel bei denen sehr ähnlich, bei diesen verschiedenen Fällen. Und worauf kommt es hier vor allem an? Hier ist ein wichtiger Punkt, die Testosteronsubstitution, die einfach in vielerlei Hinsicht relevant ist. Hier ein Überblick in diesen Kästen, welche Symptome überhaupt mit dem Kleinefelter-Syndrom assoziiert sind. Das geht von der kognitiven Entwicklung über Gynäkomastie, entsprechend auch oder Thromboserisiko, natürlich Muskelmasse, aber auch Knochenhaushalt, Stoffwechsel, Glukosestoffwechsel. Und an diesen Stellen, wo überall eine rote Markierung ist, kann das Testosteron sich positiv auswirken. Und die Gabe hier sollte möglichst schon vor der Pubertät oder vor Einsetzen der Pubertät beginnen. Und deswegen, wenn ein Patient noch nicht schon früher in der Endokrinologie war, sollte spätestens mit dem Alter von 8 bis 9, also mit gutem Abstand zum Pubertätsbeginn, erstmalig in eine endokrinologische Mitbeurteilung kommen. Und es gibt tatsächlich auch zunehmend natürlich auch Folge von einer sehr breiteren Verfügbarkeit von pränatalen Chromosomen-Screenings. Wenn das ab Geburt schon bekannt ist, gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass mit einer vorübergehenden, kurzfristigen Gabe von Testosteron im 4. bis 5. Lebensmonat auch nochmal eine gute oder positive Beeinflussung der neurokognitiven Entwicklung ist, aber auch motorische und sozio-emotionale Aspekte waren da positiv davon beeinflusst. Wichtiger anderer Punkt ist der Fertilitätserhalt. Das ist primär natürlich erstmal mit einer Hodenbiopsie, also urologischer Natur oder Versorgung assoziiert. Aber hier ist auch eine engmaschige Abstimmung mit der Pubertätsentwicklung sinnvoll, um auch hier die Erfolgschancen zu erhöhen. Das ist weiterhin in der Regel unter 50% der Fälle, wo man eine These versucht, erfolgreich. Aber es ist eben eine der wenigen, oder wenn nicht die einzige Möglichkeit hier, einen Kinderwunsch mit eigenem Erbgut zu ermöglichen. Und natürlich gibt es hier bedarfsorientiert weitere Abklärungs- und Versorgungsnotwendigkeiten, aber das Testosteron ist hier in dem Fall tatsächlich endokrinologisch das führende Thema. Nach diesem Einstieg mit diesen drei Syndromen möchte ich jetzt eben zu den Leitsymptomen oder Organsystemen übergehen. Wie gesagt, wenn es irgendwo Fragen gibt, gerne am Ende oder in den Chat und dann gehe ich am Ende nochmal drauf ein. Das erste Thema, das ich besprechen möchte, ist der Kleinwuchs und hier gibt es natürlich unterschiedliche Formen. Es gibt den proportionierten Kleinwuchs, hier dargestellt in Rot eben, dass es alle Bereiche betrifft. Wir haben eine Erhaltung der Proportionen der Extremitäten und zum Stamm. Demgegenüber steht dann der dysproportionierte Kleinwuchs, hier zum Beispiel in der Rhizomelenform, also eine Verkürzung der proximalen Extremitäten. Es gibt den mesomelen Kleinwuchs, bei denen die mittleren Extremitäten, also Unterarme und Unterschenkel, betroffen und verkürzt sind. Und es gibt die acromele Form, bei denen die Hände und Füße betroffen sind, also die distalen Extremitäten. Beim proportionierten Kleinwuchs, also wo alles in Proportion einfach kleiner ist, ist für das diagnostische Vorgehen und auch für die Versorgung eine zentrale Frage entscheidend: Wann hat das angefangen? Ist das etwas, was pränatal bereits begonnen hat? Oder ist das postnatal aufgetreten bei einer normalen Geburtslänge? Und pränatal auftretender Kleinwuchs ist häufig mit Chromosomenstörungen assoziiert oder auch bestimmten Fehlbildungssyndromen. Natürlich gibt es hier auch nicht genetische Sachen wie intrauterine Infektion oder Noxenexposition. Bei den postnatalen sieht das anders aus. Bei einem Patienten, der einfach postnatal einen Kleinwuchs hat oder eine Gedeihstörung ohne sonstige syndromale Auffälligkeiten, kann primär auch eine endokrine Abklärung erst einmal die Richtung diagnostisch vorgeben und mit entsprechenden konkreten Befunden kann man dann möglicherweise gezielt eine genetische Sicherung des klinischen Verdachts vornehmen. Wenn es allerdings bei einem postnatalen Kleinwuchs weitere Auffälligkeiten gibt, dann sollte man möglichst früh auch an eine genetische Diagnostik denken. Wovon spreche ich? Also wenn es eben morphologische Auffälligkeiten gibt, das heißt ein proportionierter Kleinwuchs, aber vielleicht auch konkrete Fehlbildungen der Hände oder des Gesichts beispielsweise, wenn es Auffälligkeiten der Sexualhormone gibt, Stichwort Turner-Syndrom, auch hier haben wir einen Kleinwuchs.
oder wenn es einfach Entwicklungsauffälligkeiten gibt, motorischer, sprachlicher Art. Hier kann man eben mit verschiedenen Analysen, Chromosomen-Array und auch Panel- oder Exom-Diagnostik dann einfach sehr früh auch hier möglicherweise eine Diagnose finden und entsprechend dann auch den Patienten früh gezielt behandeln und betreuen. Entschuldigung. Beim disproportionierten Kleinwuchs gibt es sicherlich auch unterschiedlichste Algorithmen da vorzugehen, aber das Wichtigste ist hier eigentlich, dass man möglichst frühzeitig an die Genetik denken sollte. Die häufigste Form oder eine der häufigsten ist die Achondroplasie, die man sicherlich auch schon mal klinisch gesehen hat, aber es gibt eben viele andere und das heißt, hier kann man einfach mit einer genetischen Diagnostik, wie sie aktuell heute zum Glück zur Verfügung steht, sehr breit reingehen und sehr früh einfach auch eine konkrete Diagnose stellen. Die nächste Thematik wären jetzt die Schilddrüse und schilddrüsenbezogene Erkrankungen in der Genetik und Endokrinologie. Hier möchte ich beginnen mit der kongenitalen Hypothyreose. Hier ist auch wieder aus einer Publikation ein Beispielbild von einem Säugling, der sehr hypoton ist, was hier leider nicht so gut rüberkommt, auch ein prolongierter Ikterus. Lethargische Patienten, die oft auch eine Obstipation haben, Fütterstörung und eben auch dieses Myxödem, was öfters beschrieben ist. Das Problem ist aber, dass es natürlich eher unspezifische Auffälligkeiten sind und zum Glück gibt es das Neugeborenen-Screening, das diese Patienten frühzeitig erkennt. Und man muss unterscheiden, woher kommt diese Hypothyreose. Die häufigste Ursache ist eine Aplasie oder Hypoplasie der Schilddrüse, bei denen also die Anlage der Schilddrüse gestört ist. Und das ist mit 80% wirklich der überwiegende Anteil der Patienten. Und unter diesen Fällen gibt es nur sehr, sehr, sehr kleinen Prozentsatz bekannte genetische, monogenetische Erkrankungen, die dann oft auch noch andere syndromale Auffälligkeiten zeigen. Aber in der überwiegenden Zahl dieser Patienten findet man leider keine monogene Ursache. Anders sieht es aus bei der Dyshormonogenese, also der gestörten Hormonproduktion. Hier, das macht im Gesamtkollektiv nur 15% aus, aber hier ist der Anteil der genetischen Erkrankungen natürlich deutlich höher. Und das kann an verschiedenen Stellen der Fall sein, in diesem Stoffwechselweg zur finalen Hormondezernierung, sei es im Bereitstellen der Vorstufen, aber auch in den konkreten Enzymen, die dann die Schilddrüsenhormone produzieren. Und es gibt auch seltene Fälle, und das ist wirklich selten, zentrale Ursachen der Hypothyreose. Und hier gibt es natürlich den TSH-Mangel oder auch eine TSH-Resistenz in der Hypophyse, sodass es einfach diesen Stimulus zur Hormonogenese in der Schilddrüse nicht gibt. Das Schwierige dabei ist, dass viele Neugeborenen-Screening-Methoden auf einer Quantifizierung des TSH beruhen und eben ein erhöhtes TSH auf eine Hypothyreose hinweisen. Wenn aber das TSH selbst der Mangel ist, kann das natürlich clean oder in diesem Screening durchrutschen, fällt aber dann spätestens natürlich auf, wenn im Labor die Auffälligkeiten in T3, T4 vorliegen. Aber das muss man natürlich daran denken, dass bei Patienten, bei denen das Screening unauffällig ist und doch klinisch der Verdacht auf eine Hypothyreose besteht, dass man hier vielleicht mit einer Labordiagnostik erstmal nochmal weiter abklärt, ob nicht doch eine erkennbare Hypothyreose vorliegt, unabhängig vom TSH. Und gleich im Anschluss dazu passend ist eben die periphere Schilddrüsenhormonstörung. Hier gibt es auch zwei große Themenblöcke. Das eine ist ein selektiver Transporterdefekt für T3 in die Neurone. Das Allan-Herndon-Dudley-Syndrom wird oft auch als MCT8-Defekt bezeichnet. Das Gen ist das SLC16A2. Und hier kommt es eben dazu, dass eben spezifisch Neurone eine Hypothyreose de facto haben und es entsprechend auch eine neuronale und kognitive Entwicklungsstörung gibt, die auch sehr schwer ausfallen kann. Und die übrigen Gewebe, die haben diese Störung nicht. Das heißt, der Körper, der aufgrund dieser vermeintlichen Hypothyreose insgesamt im System mehr T3 und T4 produziert, kann in der Peripherie dazu führen, dass es dort in den Geweben eine Hyperthyreose mit entsprechenden Symptomen gibt. Und das Schwierige macht das dann auch das macht es dann schwierig auch in der Therapie, weil man nicht einfach mehr Schilddrüsenhormone geben kann, um mehr in die Neurone reinzubringen, sondern hier läuft man in die Gefahr, dass eine Hyperthyreose im peripheren Gewebe auftritt. Es gibt Studien, auch hier aktuell noch bis Mitte des Jahres
laut Clinical Trials rekrutiert, die ein T3-Analogon austesten, das unabhängig von diesem Transporter in die Neuronen gelangen kann und dort eine sehr gute alternative Wirkung von T3 ersetzen kann. Da haben sich die ersten Studien, die Phase 1, sehr gut gezeigt. Man muss schauen, wie es sich weiterentwickelt. Aber hier ist auch eine genetische Diagnostik natürlich der erste Schritt, um den Patienten in entsprechende Therapien oder auch Forschungsstudien anbinden zu können. Die zweite Sache, die auch möglicherweise auch erst später im Leben auftreten kann, ist eine periphere Schilddrüsenhormonresistenz. Das ist assoziiert mit Defekten in dem Tyrosin, Entschuldigung, in dem Schilddrüsenhormonrezeptor Beta. Das ist die häufige Form. Es gibt auch einen Alpha-Rezeptor, aber die häufigste Form ist eben, wenn der Beta-Rezeptor einen Defekt trägt. Hier gibt es verschiedene Verlaufsformen, generalisiert oder peripher oder spezifisch auf die Hypophyse bezogen. Das hängt einfach davon ab, wie die Expression dieses Rezeptors in den verschiedenen Geweben vorliegt. Es gibt eine sehr hohe Variabilität und entsprechend auch eine unterschiedliche Schwere der Verläufe. Und das macht es im klinischen Alltag natürlich schwierig, das vielleicht allein aufgrund der Klinik und Laborwerte zu sichern. Hier kann natürlich dann eine Genetik eine Klärung bereitstellen. Es gibt nach meinem aktuellen Stand keine gezielte Therapie dafür. Das ist einfach ein sehr komplexes Bild, aber der erste Schritt auch hier wäre eine Genetik, um einfach hier sich gezielt dann entsprechend weiter orientieren zu können. Nicht nur thematisch, sondern auch natürlich anatomisch. Neben der Schilddrüse ist dann die Nebenschilddrüse. Hier gibt es ein Bild, Krankheitsbild, das ich herausgreifen möchte, weil es in der Genetik so interessant ist, ist eben der Pseudohypoparathyroidismus. Und wie der Name schon sagt, wir haben keinen tatsächlichen Hypoparathyroidismus, sondern einen Pseudo. Wir haben ausreichend Parathormon, aber eine Endorganresistenz, die vor allem in den Nieren und den Knochen wirkt und oder relevant ist. Wir haben eine Hyperphosphatämie durch eine vermehrte Resorption in den Nieren, weil eben das Parathormon hier nicht adäquat wirken kann. Und eine Hypokalzämie, weil die Mobilisierung aus dem Knochen auch gestört ist. Und es gibt da verschiedene Unterformen. Interessant ist einfach hier die Pseudohypoparathyroidismus Typ 1a, b und c, weil immer das Gnas-Gen bei diesen betroffen ist. Aber, und das ist eben das Wichtige auch für das diagnostische Vorgehen, es ist eine sehr komplexe Genetik, es ist ein komplexer Genlokus mit vielen verschiedenen Arten, wie das mutiert sein kann. Es gibt eine entsprechend auch sehr breite Möglichkeit, wie das phänotypisch aussehen kann und hängt auch sehr stark davon ab, von welcher Seite eine Variante vererbt werden kann. Also dieselbe Variante, wenn sie vom Vater vererbt wurde oder anders auf dem paternalen Allel liegt oder von der mutterlichen Seite, kann komplett unterschiedliche Verlaufsformen machen. Es gibt auch epigenetische relevante Veränderungen und das heißt, für die Diagnostik im genetischen Labor ist es natürlich wichtig zu wissen, wie ist, wenn der Verdacht auf einen Pseudohypoparathyroidismus besteht, welche möglichen weiteren Symptome gibt es noch neben den reinen Laborwerten? Wie ist die Familienanamnese? Gibt es sonst irgendwelche Informationen? Weil man dann natürlich die Varianten, die wir finden, die vielleicht auch noch nie beschrieben sind oder unklar sind, besser einschätzen können und hier auch die Relevanz für die Klinik besser zuordnen können. Also hier bei diesem Verdacht und wenn Sie eine Diagnostik an die Genetik schicken, ist das natürlich besonders hilfreich, wenn wir einfach möglichst viele Informationen dann dazu bekommen. Der nächste Block ist jetzt wieder ein etwas größerer Block, und zwar die Nebenniere. Hier gibt es einfach verschiedene Aspekte, die von genetischer Seite relevant sind in verschiedenen Altersgruppen von pränatal und neonatal bis hin ins Erwachsenenalter. Zum einen die Androgene, also adrenogenitales Syndrom. Das zweite ist dann die minerale Kortikoide mit dem primären Hyperaldosteronismus und dann die Glukokortikoide mit der primären Glukokortikoidresistenz. Die drei möchte ich eben einmal durchgehen. Beim adrenogenitalen Syndrom ist die überwiegende Zahl der Fälle auf die CYP21A2-Gen, also wird dadurch durch Varianten darin ausgelöst. Dieses Schaubild soll Sie nicht erschlagen, sondern ich möchte es einmal kurz mit Ihnen durchgehen, dass Sie auch mir dann folgen können. Ausgehend von den Vorstufen gibt es in der Nebennierenrinde im Groben drei Wege, wie die enzymatischen Ketten eben die Steroidhormonsynthese leiten können. Einmal in Richtung Aldosteron, also Mineralokortikoide Wirkung, dann eine Ebene drunter in Richtung Cortisol, Glukokortikoide und eben dann weiter im Verlauf auch in Richtung Androgene, die eben nicht nur im Hoden produziert werden oder in den Ovarien, sondern eben auch in der Nebennierenrinde. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass hier
beim CYP21A2 ein Block stattfindet und ich hier eben durch einen Enzymdefekt keine weitere Synthese in diese Richtung laufen kann, fehlt dem Körper diese Endprodukte und es wird von hinten in Anführungszeichen umgangssprachlich nachgeschoben und das fließt dann eben in Richtung Androgene ab, weil diese natürlich hier über ein Gleichgewicht einfach immer da in diese Richtung weitergeht, der Stoffwechsel. Und das führt dann eben zu diesem adrenogenitalen Syndrom, das man kennt mit einer Virilisierung weiblicher Feten und auch teils einem Salzverlust. Aber hier hängt das eben davon ab, wie viel Restaktivität ist denn noch möglich? Also ist hier komplett dicht oder fließt nicht doch noch etwas in diese Richtung weiter und entsprechend stark ist dann die Ausprägung in dem klinischen Bild. Und da gibt es bestimmte Varianten, wo man kennt, was die Restaktivität ist. Und da gibt es eben bei sehr geringer Restaktivität also das Salt Wasting oder Salzverlustsyndrom. Es gibt die schwer virilisierende Form, ohne dass es einen akuten Salz- oder Elektrolytstörung gibt. Und es gibt die nicht klassischen Formen, wo noch eine relativ hohe Restaktivität vorliegt. Und das ist dann einfach für die klinische Betreuung und endokrinologische Betreuung wichtig, sei es, weil man pränatal eine Therapie beginnt der Schwangeren, um eine Virilisierung zu verhindern, oder weil es später dann im Erwachsenenalter bei einem nicht klassischen beispielsweise einfach Fertilitätsstörungen gibt oder einen Hirsutismus bei Frauen. Das kann sich also sehr breit zeigen. Und es gibt neben diesen 90%igen der Fälle auch seltenere Formen, die ich nur kurz ansprechen möchte. Die zweithäufigste Form ist eben ein Defekt in der CYP11-Beta-Hydroxylase oder schon 11-Beta-Hydroxylase, CYP11B1 ist das Gen. Und hier ist spezifisch vor allem dieser Stoffwechselweg dann gestört. Und es gibt trotzdem auch als Abfluss in Richtung Androgene, das bleibt gleich. Aber es gibt auch weiterhin natürlich den Weg in Richtung Mineralokortikoide, sodass hier man in der Regel kein Salzverlust hat. Also es ist ein salzretinierender Verlauf. Wir haben trotzdem die Möglichkeit, dass es eine Virilisierung weiblicher Feten gibt. Und typisch hier auch ist ein Bluthochdruck, der sich sehr früh zeigt. Das muss man einfach differenzialdiagnostisch dann beachten, wenn die erste Diagnostik nicht das Ergebnis bringt. Wichtig ist, dass eben dieses CYP21A2 ist ein sehr komplexes Gen auch, so auch wie GNAS, gibt es einfach Gene, die sich in der klassischen Diagnostik mit einer Panel-Diagnostik nicht abbilden lassen, sondern hier braucht man spezielle Analysen, in denen man wiederum dann eben beispielsweise eine 11-Beta-Hydroxylase-Defekt nicht sieht. Das heißt, hier muss man im Zweifelsfall an die nächsten diagnostischen Stufen denken, wenn sich die Verdachtsdiagnose nicht im ersten Schritt schon bestätigt hat. Es gibt noch seltenere Formen, die aber jeweils unter 1% der Fälle liegen. Das ist natürlich da im Individualfall zu entscheiden, ob man hier eine weitere Diagnostik macht, insbesondere wenn es nicht das klassische Bild eines AGS sich zeigt oder es noch bestimmte andere syndromale oder Bildgebungsauffälligkeiten gibt. In dem Fall, wenn Fragen wären, kann man natürlich auch einfach gerne mit dem Labor telefonieren, mit uns oder auch mit einem entsprechenden Stufendiagnostik anfordern. Neben diesen kurzen Überblick über das AGS ist eine auch jetzt eher im Erwachsenenalter relevante Erkrankung der Nebenniere ein primärer Hyperaldosteronismus. Das ist die häufigste Ursache sekundärer Hypertonien. Da gibt es auch gute Daten, wo man gesehen hat, dass bis zu 10% aller Bluthochdruckpatienten hier einen Hyperaldosteronismus als Ursache haben. Wenn man aber in bestimmte Kollektive reinschaut, also Patienten mit einer Therapieresistenz oder auch konkret zum Beispiel die Assoziation Bluthochdruck mit Schlafapnoe, hier ist der Anteil von Patienten mit primärem Hyperaldosteronismus bis zu 30%. Und das ist in vielen Fällen eine sporadische Ursache, ein aldosteron-produzierendes Adenom oder auch eine Hyperplasie der Nebennierenrinde, die entsprechend natürlich nicht eine angeborene Erkrankung darstellen, aber es gibt auch hier familiäre Fälle, auf die ich kurz eingehen möchte, weil es eben auch eine therapeutische Relevanz hat. Also es gibt, wenn man sich die Zahlen anschaut, unter den Fällen 6% etwa nach Studien Anteil erblicher Formen. Und da sollte man natürlich hellhörig werden, wenn es ein sehr früher Beginn ist, also sehr früh schon sich ein Hyperaldosteronismus zeigt, wenn es eine familiäre Häufung gibt oder beispielsweise auch begleitende neurologische Symptome. Dazu komme ich gleich nochmal. Aber das ist eben eine genetische Erkrankung, die sich auch zeigen kann durch einen Hyperaldosteronismus und neurologische Symptome wie Epilepsien, Entwicklungsverzögerungen, spastische Paresen oder andere diffuse Bewegungsstörungen. Ich habe schon angesprochen, es hat auch eine therapeutische Relevanz. Das betrifft vor allem den Typ 1.
Und hier nur ganz kurz, es gibt ein Fusionsgen in diesem Fall zwischen der Cortisol-Synthase und der Aldosteron-Synthase. Und die Cortisol-Synthase ist eben abhängig von der ACTH-Stimulation. Das heißt, der Promotor ist sensitiv auf ACTH und entsprechend bei ACTH-Stimulus wird die Cortisol-Sequenzierung über die Transkription dieses Gens gestartet. Und durch ein Crossing-Over, weil es sehr ähnliche Gene sind, kann es sein, dass dieser ACTH-empfindliche Promoter sich vor die Aldosteronsynthase setzt. Und durch dieses chimäre Genprodukt kommt es dazu, dass bei der pulsatilen ACTH-Stimulation permanent auch dann Aldosteron produziert wird, das dann entkoppelt ist von dem eigentlich regulierenden RAAS-System. Und hier kann man durch ein Ausschalten oder Unterdrücken der ACTH-Stimulation durch externe Cortisolgabe natürlich auch dann diese unregulierte Aldosteronproduktion stoppen. Das heißt, hier kann man eben dran denken, gerade bei jungen, wie gesagt, jungen Patienten oder familiärer Häufung ist das eben eine wichtige, auch für die Behandlung wichtige Differentialdiagnose. Es gibt andere Formen, das hatte ich schon angesprochen, familiäre Formen gibt es verschiedene, die auf verschiedene Keimbahnvarianten zurückgeht. Aus genetischer Sicht eben auch wiederum im Sinne von nicht isolierten Symptomen, sondern auch vielleicht im syndromalen Kontext gibt es das PASNA, also primärer Hyperaldosteronismus mit Krampfanfällen und anderen neurologischen Auffälligkeiten. Das ist ein Ionenkanal, der in der Nebenniere eben die Aldosteronregulation vermittelt als ein Baustein, aber auch eben im Calcium-Signaling im ZNS relevant ist. Und hier kann man vielleicht therapeutisch noch nicht wirklich gezielt ansetzen, aber man kann möglicherweise verschiedene Symptome unter einen Hut bringen und das natürlich auch für die Versorgung des Patienten dann gezielt dann darauf abstimmen. Und das sind alles Untersuchungen, die man anfordern kann. Auch hier gibt es auch Sonderdiagnostik, also im Zweifelsfall kann man das gerne besprechen, aber mir wäre wichtig, dass einfach das im Hinterkopf ist, dass man hier auch einfach den Patienten unterstützen kann, in seinem oft auch unklaren Weg durch die verschiedenen Fachrichtungen. Der letzte Punkt, wie gesagt, Glukokortikoide in der Nebenniere. Hier gibt es die primäre Glukokortikoidresistenz, auch Krusos-Syndrom oft genannt. Hier kommt es eben dazu, dass die Synthese komplett ungestört ist, aber der Rezeptor hinten in den Endorganen die Wirkung nicht vermitteln kann. Und das führt auch wiederum dazu, dass es eine scheinbare Hypokortisolismus gibt und entsprechend die Stoffwechselwege angeschoben werden, damit mehr produziert wird. Wir haben also einen Hyperkortisolismus, ohne aber die Cushing-typischen Stigmata und auch Hypoglykämien sind vor allem beschrieben. Wir haben aber auch, weil natürlich die anderen Stoffwechselwege auch mit weiterhin angeschoben werden, auch eine Hypertonie und metabolische Alkalose und die Androgene, sozusagen der Abfluss hier ist dann eigentlich in diesem Fall nicht führend. Man hat aber auch gesehen, dass es bei Patienten mit einer Glukokortikoid-Rezeptorstörung auch aufgrund der erhöhten CRH- und Vasopressin-Ausschüttung ein höheres Risiko beispielsweise auch für psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen gibt. Also ein sehr breites Bild, das eben leider nicht diese typischen Blickdiagnose auch eines Cushing-Syndroms ermöglicht. Damit bin ich jetzt durch den Block durch. Wie gesagt, ich musste auf einige Punkte verzichten aufgrund der Zeit. Komme jetzt zum Schluss noch ganz kurz zu den Zivilisationskrankheiten, Hypertonie, Adipositas und Diabetes mellitus. Beginnen möchte ich mit der Hypertonie. Wo ist da die Bedeutung der Genetik? Das muss man unterscheiden. Bezieht man sich auf die Bevölkerungsebene oder auf das Individuum? Es gibt polygene Faktoren, die hier einen Blutdruckanstieg erklären können, eine gewisse Variabilität im Blutdruck. Das ist aber für das Individuum gesehen nur sehr, sehr geringer Einfluss, wenn man es auf die Millimeter Quecksilbersäule wirklich runterbricht. Es gibt seltene monogene Erkrankungen, die eine Hypertonie vermitteln, und das ist für wenige Individuen aber dort mit einer hohen Relevanz verbunden. Und darauf möchte ich eben eingehen, weil hier auch natürlich mit der genetischen Diagnostik man die Diagnose früh sichern kann und auch möglicherweise eine gezielte Therapie angehen kann. Die monogen bedingte Hypertonie betrifft in sehr, sehr vielen Fällen diese beiden Organe, also die Niere und Nebenniere. Woran ist da zu denken? Einmal kann natürlich im Nierentubulus eine Störung vorliegen. Das ist hier also eben zu scheinbaren Störungen des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems kommt. Das lässt sich sicherlich auch klinisch und laborchemisch schon frühzeitig feststellen, zumindest als klinische Verdachtsdiagnose. Aber auch hier kann man eben mit einer genetischen Diagnostik das entsprechend sichern. Und
Das andere Thema, das ich schon sehr ausführlich angesprochen hatte, sind die Steroidhormone. Hier gibt es beispielsweise seltene AGS-Formen, bei denen auch unabhängig jetzt zum Beispiel von einer Viralisierung eine sehr starke Hypertonie eines der führenden Symptome sein kann, beispielsweise bei der angesprochenen Alpha-Hydroxylase-Störung, aber auch zum Beispiel bei der 17-Alpha-Hydroxylase. Da hat man eben nicht das klassische Viralisierungsbild bei weiblichen Fäten, aber kann eben eine sehr starke Hypertonie entwickeln. Anderes Beispiel aus diesem selben Steroidhormonstoffwechsel ist der scheinbare Mineralokortikoid-Exzess oder aber auch sonst eben der Pseudohypoaldosteronismus 1a. Letzter Punkt ist auch noch hier im Bereich der Nebenniere das Sympathikussystem. Hypertonie kann eben Zeichen von Paragangliomen oder auch Fehlchromozytomen sein, die sich klinisch erstmal in einer anderen Abklärung natürlich sichern lassen und auch akut behandelt werden müssen. Aber man sollte hier unbedingt an eine Genetik denken, denn diese Tumorerkrankungen treten bei etwa 30%, also ein Drittel der Patienten hat eine angeborene Keimbahnvariante, die für die weitere Betreuung relevant sind, aber natürlich auch für die weitere Familie, für noch nicht betroffene Angehörige relevant sind für die Vorsorge. Und all diese Sachen hier, über die könnte man im Detail nochmal sprechen, was genau die Variante ist. Aber ich denke, für den klinischen Alltag relevant wäre einfach, dass man daran denkt, dass es hier monogene Ursachen gibt, die man entsprechend auch genetisch abklären kann. Und ich habe versucht, das einmal in einen Überblick zu bringen. Wann macht denn die Genetik vielleicht besonders Sinn? Ein Kriterium ist natürlich, wenn Hypertonie sehr früh auftritt, vor allem wenn es keine sonstigen Risikofaktoren wie metabolisches Syndrom oder ungesunder Lebensstil gibt, also unter 40 Jahre so als Richtlinie und dann eben Störungen im Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, wenn es einen androgenen Überschuss oder auch einen androgenen Mangel gibt, wenn es beispielsweise neurologische oder neuromuskuläre Auffälligkeiten gibt, auch bis hin zu Entwicklungsstörungen, Autismus-Spektrum-Störungen kann das ein Hinweis sein, an die Genetik zu denken oder auch bei sonstigen sehr, die sich jetzt nicht eingruppieren haben lassen, anderen Symptomen, wo man einfach mit der Genetik vielleicht ein unklares klinisches Bild schnell in eine klare Diagnose überführen kann. Der zweite Teil der Zivilisationskrankheiten ist die Adipositas. Und auch hier ist die Frage, welche Bedeutung spielt die Genetik? Es gibt hier eine sehr gute, auch recht aktuelle Übersichtsarbeit, die es sich vielleicht bei Interesse zu lesen lohnt. Es gibt natürlich hier auch Unterschiede zwischen monogener Adipositas und polygenen Faktoren. Bei der monogenen ist es so, dass es eben selten nicht syndromal ist. Also sprich, isolierte Adipositas, genetisch bedingt, gibt es. Das macht, denke ich, aber deutlich unter 10% der tatsächlichen Fälle aus. Oft ist dieser Melanocortin-Pathway betroffen mit verschiedenen entweder POMC Gendefekt oder auch ein Rezeptor, eben der Melanocortin-4-Rezeptor oder aber auch natürlich Leptin und Leptin-Rezeptor können betroffen sein. Und das ist aber alles auch sehr, sehr, sehr viel seltener nochmal. Relativ gesehen häufiger ist Adipositas im Rahmen von Syndromen und das hatte ich eben eingangs auch schon mal gezeigt, diese Adipositas bei Prader-Willi-Syndrom, aber es gibt eben auch noch eine ganze Reihe andere, die ich auf der nächsten Folie Ihnen zeige. Wichtiger entscheidend ist aber, sind die Umweltfaktoren. Es gibt polygene Faktoren, es gibt inzwischen schon einige Lotsi, die in genomweiten Assoziationsstudien gefunden wurden, aber die machen zumindest laut dieser aktuellen Übersichtsarbeit eben maximal 20% der Gewichtsvariabilität aus. Viel entscheidender ist eben die Umwelt, der Lifestyle, die Ernährung und auch das familiäre Umfeld, die einfach im Vergleich zu diesen polygenen Faktoren noch einfach deutlicher als Ursache hervorstehen. Natürlich muss man aber immer sagen, es ist ein Zusammenspiel zwischen der genetischen Prädisposition und den Umweltfaktoren. Und für die Diagnostik ist aber jetzt die Frage, was bedeutet das konkret? Ja? Wann sollte man an die Genetik denken? Diese polygenen Faktoren, da gibt es meines Wissens noch keinen praxisrelevanten polygenen Risikoscores, aber es gibt eben monogene Formen, die man dann bedenken sollte, wenn es eine sehr frühe Manifestation auch hier ist. Insbesondere bei Patienten, die eigentlich eine gesunde Lebensführung haben, die sich gut ernähren, das familiäre Umfeld sehr, sehr unauffällig ist, dann kann man hier vielleicht eine mögliche monogene Adipositas finden. Und auch hier entweder es gibt eine gezielte Therapie, um das dann zu behandeln, oder man kann natürlich die Augen dann gezielt offen halten, prospektiv ab dem Moment der Diagnosestellung, um dann auch vielleicht für künftige Studien sich einfach den Patienten anbinden zu können.
Und der letzte, was genau, hier hatte ich noch gesagt, ein paar Beispiele für monogen bedingte Adipositas. Syndromal, klar, Prader-Willi-Syndrom, aber auch Bardet-Biedl-Syndrom ist ein sehr typischer Vertreter in dieser Fragestellung. Chung-Jansen-Syndrom ist auch ein eher neuer, erst beschriebenes Syndrom, aber es gibt eben zahlreiche andere, wo die Adipositas ein Teil des ganzen Syndroms ausmacht. Und eben die nicht-syndromalen Formen, also Leptin und Leptinrezeptor, POMC, auch Melanocortin-4-Rezeptor oder eben auch diese Protein-C-Konvertase-Mangel. Und das sind einfach dann Formen, bei denen es eben ein nicht-syndromales oder isolierte Adipositas geben kann. Der letzte Teil, und das ist jetzt auch schon ein sehr langer, sehr viele Themen gewesen, deswegen hierzu nur sehr kurz. Es gibt als Hinweis ein eigenes Webinar von uns, das Frau Dr. Rubling. Meine Kollegin hat da ein eigenes Webinar zum Thema Diabetes mellitus und Genetik gemacht. Entschuldigung. Entschuldigung. Und das kann ich nur empfehlen. Sie können sich über unsere Mediathek das anschauen. Wenn Sie dann zu 2021 runter scrollen, können Sie das Video finden und abrufen. Worauf ich eingehen möchte, ist, dass es eben schon eine sehr hohe Erblichkeit gibt. Also man würde das, könnte das in eine Konkordanzrate oder darüber dann betrachten, dass eben bei eineiigen Zwillingen bis zu 50% eben eine Konkordanz besteht. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Erblichkeit, wobei natürlich beim klassischen Typ 1 und Typ 2 es jetzt wenige Sachen gibt, die man dann konkret untersuchen kann. Man kann zum Beispiel HLA Formen bestimmen und dann damit das Risiko nochmal genauer präzisieren für Geschwister beispielsweise. Aber das ist jetzt unbedingt nicht so relevant, wie es beispielsweise bei einem Modi-Diabetes ist. Bei Modi-Diabetes gibt es über 10 verschiedene Gene, an die man da, die man untersuchen kann und die auch entsprechend dann in vielen Fällen auch eine konkrete therapeutische Relevanz haben. Und die Frage ist, wann sollte man jetzt aus der klinischen Sicht bei einem Patienten mit Diabetes an einen Modi denken? Da gibt es verschiedene Hinweise, wenn es sehr früh beginnt. Auch hier wiederum, wenn es keine anderen erklärenden Faktoren gibt, wie ein metabolisches Syndrom oder Adipositas, bei einer sonst gesunden Lebensführung, wenn es ein untypischer Verlauf ist, beispielsweise aussehen wie ein Typ-1-Diabetes, aber eben keine Antikörper. Also wenn da irgendwas nicht zum klassischen Bild passt, könnte man an Modi denken. Wenn es ein Diabetes ist, der extrem gut auf Sulfonylharnstoffe anspricht, ist das auch wieder so ein Baustein, der den Hinweis geben kann. Es gibt natürlich sonst noch Formen, die auch mit extrapankreatischen Auffälligkeiten sich zeigen, Nierenzysten, Leberbeteiligung, auch bis hin zu beispielsweise der HNF1-Beta-Modi Typ 5, der auch mit größeren Deletionen einhergehen kann, also dann wie ein Contiguous Gene Syndrome mit Bereichen psychiatrischen oder psychischen Auffälligkeiten und eben auch Nierenzysten sehr führend, die auch teils vor dem Diabetes auffallen können. Und natürlich, wenn eine positive Familienanamnese vorliegt. Und es gibt vielleicht als auch Handreichung für die Praxis, es gibt von der Universität Essex einen Risikorechner, in dem man all diese Faktoren für einen Patienten eingeben kann. Das ist auch in der Studie validiert worden, die zwar schon 10 Jahre oder über 10 Jahre alt ist, aber eben das Ganze ist auf wirklich eine gute Basis gestellt. Das kann man machen. Das ist sicherlich nicht das Einzige, woran man sich halten sollte, aber so also als Orientierungshilfe oder auch vielleicht im Gespräch mit dem Patienten, der vielleicht noch einer Genetik zögerlich gegenübersteht, kann man hier vielleicht ein bisschen Material gewinnen, um ein konkretes Risiko auch vielleicht für das Vorliegen eines Modis einfach in eine Zahl gießen zu können. Damit habe ich die drei großen Blöcke abgearbeitet. Ich hoffe, dass Sie mir folgen konnten und entsprechend auch was Praxistaugliches mitnehmen konnten. Ich habe, wie gesagt, an vielen Stellen sehr schnell drüber hinweggehen müssen, um einfach alles abbilden zu können, was ich zeigen wollte. Einige Teile konnte ich gar nicht ansprechen. Ich danke Ihnen trotzdem für die Aufmerksamkeit. Ich schaue gerade zu Theresa rüber, ob es Fragen im Chat gab. Natürlich noch ein kurzer Hinweis. Wie gesagt, wenn Sie sich irgendwas notiert hatten für Literatur, können Sie es unter dieser URL einfach ganz unkompliziert dann jetzt halt finden. Und ja, wenn es Fragen gibt, hoffe ich, dass ich sie beantworten kann. Ja, vielen Dank, Christian. Das war sehr umfangreich und sehr, sehr informativ. Es gibt ein paar Fragen im Chat. Zum einen gibt es den Hinweis, dass eine Testosterontherapie vor der Pubertät bei kleinen Vätern kontraproduktiv für den Fertilitätserhalt eine These ist. Ich glaube, es gibt inzwischen auch schon manchmal die Überlegung, dass man eben tatsächlich auch schon präpubertär, kannst du dazu was sagen, auch vielleicht schon tatsächlich Spermien versucht zu asservieren?
Ja, es gibt recht aktuelle Leitlinien für die generell für die Behandlung von Patienten mit Kleinefeld oder für das Management von der Europäischen Andrologischen Gesellschaft, die auch von der Europäischen Gesellschaft für Endokrinologie endorsed sind. Da wird das sehr ausführlich diskutiert, natürlich auch der Fertilitätserhalt. Und da muss man sagen, in dem Kapitel sind, wenn man sich die Empfehlungen anschaut, ist der Konsens nicht so deutlich wie in anderen Bereichen. Ja. Da denke ich mal, sind die Endokrinologen, die täglich damit dann zu tun haben, haben da deutlich mehr Erfahrung, als ich jetzt sagen kann. Ich würde mir jetzt keine abschließende Aussage dazu erlauben. Da wird sich noch einiges tun, auch weil natürlich die Erfolgsrate insgesamt nicht so schön ist, wie man sich wünschen würde. Da würde ich ja vielleicht einfach auf diese Leitlinien verweisen, wo auch die entsprechende Evidenz dann da ist. Ich habe die, glaube ich, jetzt nicht als Literatur hier angegeben, aber falls jemand da Interesse hat, kann ich das natürlich gerne dann zuschicken, den Und ich Literaturhinweis. glaube, genau, und dann war noch die Frage, ob das XYY-These weitergegeben wird. Das ist so, dass die Spermien von Männern mit Kleinefelter-Syndrom jetzt nicht, da gibt es auch nicht so ganz eindeutige Studien. Es wird diskutiert, ob ein etwa erhöhtes Risiko für Aneuploidien besteht, tatsächlich im Rahmen von Geschlechtschromosomen oder chromosomalen Aberrationen bei einem Elternteil. Aber auch dazu gibt es jetzt keine eindeutige Datenlage. Es ist kein eindeutig erhöhtes Risiko da, dass erneut Männer einen XYY-Sohn zeugen. Genau. Es gibt noch eine Frage, wie kann man, das glaube ich, ging bei der GNAS, bei dem Pseudohyperparathyroidismus, oder sich es ohne zu stolpern aussprechen kann. Wie kann man den Unterschied von paternaler bzw. maternaler Vererbung erklären, wenn der Defekt nicht auf den Geschlechtschromosomen lokalisiert ist? Genau, also hier, das ist einfach das klassische Imprinting, dass die manche Gene einer elterlichen Prägung unterliegen und dann exprimiert werden oder unterschiedlich exprimiert werden, je nachdem, ob sie auf dem mütterlich vererbten Chromosom oder auf dem väterlich vererbten Chromosom liegen. Und das ist eben beim GNAS-Gen auch der Fall, sodass man hier auch, das ist genau der Grund, warum der Dr. Gebhardt das auch gesagt hat, die Methylierungsveränderungen zum Teil als Pathomechanismus findet, weil eben diese elterliche Prägung auch durch Methylierung sozusagen auf dem Chromosom mit bestimmt wird. Um dann wirklich zu unterscheiden, liegt es auf dem mütterlichen oder auf dem väterlichen Chromosom, sind dann nochmal zusätzliche genetische Analysen unter Einbeziehung der Eltern notwendig, anders geht das nicht. Genau. Genau, und eben da entscheidend ist eben auch, dass die Sequenzvariante als solche natürlich auf einem Allel vorliegen kann, aber wenn dann zusätzlich das zweite noch abgeschaltet wird, weil es eben weil dieses Allel physiologisch abgeschaltet werden würde, dann hat man am Ende kein funktionierendes Allel mehr übrig, weil das eine durch die genetische Variante ausfällt, das andere eben durch das Imprinting. Und deswegen, wenn aber das veränderte Allel ausgeschaltet wird, dann hat man immer noch das zweite Allel, das wirken kann. Und deswegen ist es sehr, sehr unterschiedlich von der klinischen Ausprägung. Genau, das ist jedes Mal, wenn man sich wieder damit beschäftigt, muss man erstmal zweimal kurz innehalten und nachdenken, von wo jetzt welche Variante kommt. Genau. Deswegen kann man wahrscheinlich auch ein ganz eigenes Webinar über GNAS-assoziierte Erkrankungen machen. Hier kommt nochmal ein Kommentar zum Kleinefelter-Syndrom oder eine Frage, nämlich ist eine Testosteronsubstitution günstig, vorübergehend auch schon im Alter von 4 bis 5, auch schon im Alter von 4 bis 5 Monaten? Ich denke, da kannst du auch wieder nur auf die Leitlinie verweisen, oder magst du dazu noch? Genau, also es gibt da Studien, ich kann sogar einmal kurz zurückgehen, da sind auch, habe ich auch entsprechende Quellen verlinkt. Sekunde. Also es gibt dazu Studien, das Schwierige ist natürlich, dass die Datenlage zu erheben da schwieriger ist oder die Evidenz zu erheben schwieriger ist, weil es natürlich oft erst, wie gesagt, im späteren Alter erst bekannt wird. Man muss also die Fälle nehmen, bei denen das pränatal schon bekannt ist. Aber ich versuche die Folie einmal zu finden. So. Und das sind eben hier diese drei Paper. Ich kann Ihnen jetzt leider nicht sagen, in welchen davon es genau darum geht, aber die befassen sich eben alle mit der Testosteronsubstitution in verschiedenen Altersgruppen. Und es gibt Studien dazu, die das eben untersucht haben und dass es auch einen positiven Effekt hat. Natürlich, aber auch sozusagen mit Blick auf den anderen Kommentar, den es vorher gab, jede medikamentöse Behandlung hat natürlich auch potenzielle Nebenwirkungen und das muss man immer individuell abwägen. Aber es gibt dazu Studien und ich hoffe, dass sie eben dann ihre
vielleicht, wenn Sie eine konkrete Frage haben, das entsprechend in diesen Studien auch finden können, die Antworten. Und wie du es ja erwähnt hattest, es gibt, es ist eine S3-Leitlinie, glaube ich, oder? Oder eine S2K? Also man Diese sieht schon Konsensus, der Konsensusleitlinie, also wo du ja schon angesprochen hattest, es ja. ist sicherlich noch nicht ausreichend, also abschließend diskutiert. Und da kann man, denke ich, auch einfach noch die neuen Datenlagen dann abwarten in der Zukunft. Eine letzte Frage habe ich hier jetzt auch gerade noch. Zum einen super Übersicht, vielen Dank, das kann ich nur so weitergeben. Genau, vielen Dank, Christian. Wir nehmen auch immer Danke. gerne Lob an den Chat. Genau. Nennt man die Ursachen der psychiatrischen Symptome beim MODY? Also also es ist so, dass bei vielen Modiformen vor allem die Glukosestörung im Vordergrund ist. Es gibt konkret eben beispielsweise beim Typ 5, da ist das betroffene Gen das HNF1B oder HNF1-Beta-Gen. Und das kann durch eine Sequenzvariante oder durch eine Deletion dieses Gens ausgeschaltet sein. Und dann hat man einfach auch hier fast nur die Modi-Symptomatik. Es gibt aber eben auch gar nicht so wenig Fälle, bei denen dieser ganze Bereich auf dem 17er-Chromosom deletiert ist und dann auch andere Gene fehlen. Und ich denke, dass diese psychologischen Auffälligkeiten oder auch vielleicht psychiatrischen Risiken, sag ich mal, durch Verlust dieser anderen Gene mit beeinflusst wird und eben nicht durch diesen eigentlichen Modi, durch das Gen, das für den Modi verantwortlich ist, vermittelt wird. Also eher durch den Verlust der umliegenden Bereiche kann es eben zu diesen. Und das sieht man natürlich bei vielen Mikrodeletionen, dass es hier einfach zu auch teils sehr unspezifischen psychischen Erkrankungen oder psychischen Symptomen, Entwicklungsauffälligkeiten kommen kann. Ja. Vielen Dank. Genau, dann denke ich, haben wir jetzt auch alle Fragen aus dem Chat beantwortet. Jetzt kommt ja auch noch die Danksagung aus dem in den Chat hinein. Auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank, Christian. Ich darf auch mich bei allen Zuhörern bedanken, dass alle so aufmerksam dabei geblieben sind und auch noch auf die zukünftigen Webinare, mit denen es weitergeht, verweisen. Es kommt jetzt nochmal ein neurologisches Webinar zu den hereditären Ataxien, sowie dann noch das letzte dieser Mittwochabend-Webinarreihe über mit interessanten Fallberichten aus der Syndromologie. Das ist sicherlich auch sehr spannend. Und dann darf ich auch gerne nochmal einladen zu unserem Hybrid-Symposium, sowohl vor Ort im MGZ, also in klassischer MGZ-Symposiumsmanier, aber eben auch zusätzlich online über genetische Diagnostik und Präzisionstherapie, Neurologie und Neuropädiatrie. Das ist dieses Mal auch ganz besonders, weil es findet tatsächlich quasi unterhalb des MGZ statt, in den Räumen des Matheser-Kinos. Und das wird sicherlich auch eine sehr schöne Veranstaltung. Finden Sie auch weitere Informationen auf der Webseite. Und dann darf ich mich ganz herzlich bedanken und wünsche einen schönen Abend. Schönen Abend.